Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier zu Assassin's Creed 2 mit mir, dem Blackbeard. Wir sind immer noch in Florenz und wollen uns jetzt auf den Weg machen, dort drüber in die Richtung zu La Volpe, dem Fuchs. Mal schauen, was uns dort erwarten wird. Ich bin schon sehr gespannt. Oh, Schatzruhe. Nehmen wir natürlich mit. Wenn sie so offen hier rumsteht. 250 Florin sind 250 Florin. Das sage ich nicht nein zu, aber obwohl, wenn man gerade, wenn man, ja, obwohl, doch, La Volpe. Wir machen jetzt erstmal La Volpe. Das Rennen hier hinten können wir immer noch machen, irgendwann. Wir begeben uns jetzt erstmal, versuchen zumindest auf kürzestem, schnellstem Wege uns zu La Volpe, dem Fuchs, zu begeben. Als Folge einer Überflutung am Oberlauf des Arno, welche uns ja von unserem guten Freund Leonardo da Vinci. Ein Doc brauche ich jetzt gerade nicht. Lass ab von mir, Miss Kerl. Wache! Buonasera. Hey, denkt auch mal an die, die ihr verletzen könntet. Wo ist er hin? Da ist er. Verabscheuungswürdiger, zieh Leine! Lass ab von mir, Mistkerl! Wache! Nein, zurück! Halten! Oh, der ist da oben aufs Dach geklettert, oder was? Alter! Junge! Na komm, kletter! Spring! Hups! Da drüben ist er! Den krieg ich noch, 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 den krieg ich noch! Lass ab von mir, Mistkerl! Möge das diesjährige Fest von San Giovanni unserer großen Stadt Ruhm und Freude schenken! Die Meister der Gilde wünschen alle... Verabscheuungswürdiger, zieh Leine! Da komm hinterher da. Lass ihn nicht entkommen. Ich glaube, der ist weg, oder? Ist er weg? Der ist uns entwischt, oder? Oder? Sehe ich ihn hier noch irgendwo? Nein, der ist wohl eindeutig entwischt. Ja, da muss ich noch mal kurz irgendwie noch naja, wir wollen ja sowieso zu La Volpe. Mensch. So. Das geht nochmal ratzfatz hier. Ich würde sagen, wir suchen nur noch fix dann auf dem Weg noch einen Dock auf hier. Zack. Nur zur Sicherheit, dass wir uns mal kurz hochpushen wieder. Verschont mich! Ich bin auch. Auf Befehl der Signoria wird auf den Handel. Nur die beste Kleidung hier. Seide und feingewobene Platten. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Einmal heilen bitte, danke. Ist nämlich günstiger, als wie wenn ich mir hier Medizin kaufen würde. Ja, aber ich hole uns trotzdem, weil wir voll sind auf... Ein bisschen Erholung und alles sollte wieder gut sein, Freund. Danke. So, und nun aber auf geht's, La Volpe. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Nochmal über die Dächer, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der junge Mann sich irgendwo auf den Dächern rumtreibt. Oder auch nicht. Aber da vorne ist noch eine Feder. Oh, beeindruckend, wenn auch gewagt. Aber von hier aus kommen wir da, glaube ich, gar nicht dran, ne? So.
Oder? Doch, komm mal doch. Mörder! Weiche zurück! Ich möchte jetzt nicht da in einem Punkt laufen. Sondern diesen Kurier noch abfangen. Haltet ihn! Hilfe! Lasst mich in Ruhe! So. Das hätten wir. Wieder 1500 Florin gemacht. Und jetzt kann ich auch dann beruhigt in den Punkt schreiten. La Volpe, den Fuchs in der Nähe des Mercato Vecchio aufspüren. Und mal das Adlerauge. Ich denke mal, das ist jetzt genau dafür gedacht. Da drüben steht er schon. Na, seht ihr ihn? Da, der Goldene. Dann kommen wir nicht durch. Was? Meine Börse, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld nicht. WTF, ey, bleib hier. Komm zurück. Du machst einen großen Fehler, mein Freund. Genug davon. Allerdings, warum gibst du nicht auf? So. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder, Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch. Ich muss jemanden finden. Und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Yeah. Und hier ist euer Geld. Hey, unsere 100 Florin haben wir wieder. Und 1500 extra. Sehr schön. So, hier unten geht dann die Mission auch weiter. Wenn wir denn dann soweit wären, könnten wir dort quasi dann die Mission weiterspielen. Ey, wieso kommt er jetzt da nicht mehr hoch? So, so schöne Fenster, wo man hochklettern kann. Ey, das ist so... Okay, mein, dieses Mal ist es echt ein wenig, naja. Fragwürdig. Seht nur, er wird sich den Hals brechen. Nein, nicht darunter. Nee, alberner Mann. Habe ich da richtig gehört? Alberner Mann? Fräuleinsche. Passen Sie mal auf, was Sie da erzählen über mich, ne? Sehr beeindruckend. Aber warum nicht einfach gehen? Mach zu Hilfe! Ich denke! Den hätten wir. Wo ist das Problem? Nochmal 1500 abgesnackt. Ich glaube. Jetzt, weil wir gerade so viel Geld haben. Hier war ja auch, glaube ich, noch eine Glyphe zu finden am Mercato, oder? Mal kurz schauen. Datenbank. Orte. Genau, Mercato Vecchio. So, wir haben noch zwei fehlende Einträge. Zwei Orte, die wir noch nicht besucht haben. Aber Mercato Vecchio hat die auch so, ne? Alles klar. Holen wir uns den auch noch, bevor wir dann mit der Mission weitermachen, oder? Dann würde ich sagen, machen wir noch das Rennen hier in der Stadt. Oh, was dachte ihr? Wegen der schlechten Getreideernte dieses Jahr ist der Preis für Weizen um 6 Florin pro Zentner gestiegen.
Da hinten haben wir so ein Assassinengrab. Das werden wir auch noch mitnehmen. Ganz ehrlich. Freunde, ist mir egal, was ihr denkt. Das werden wir noch mitnehmen, das Assassinengrab. Erinnerung zurzeit nicht wieder verfügbar, bitte später wiederkommen. Okay. Dann komme ich später wieder. Ruhe bitte. Danke. So. Okay, das nehmen wir dann auch noch nicht mit. Gut, klettern wir fix hier rüber. Und sind dann ja auch schon wieder hier vorne direkt am Mercato. Starten aber das Adlerauge, schauen uns um. Ob wir das hier irgendwo finden, das Gerät? Was versuchen? Irgendwo unter einem von den Bögen? Nein. Hier draußen, ja. Vielleicht irgendwo dran. Da oben ist es. Dort oben ist es versteckt. Ich habe es erspäht. Ich habe es erspäht mit meinem Adlerauge. Genau hier. Sehr sie schön. Fast alle Helden. Aber siehst du, wie der Stammbaum unterbrochen ist? Das Netz der Geschichte fängt die Juden. Und Menschen stehlen, was ihnen nicht gehört. Mal schauen, was jetzt für ein Rätsel auf uns wartet. Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Ach, wieder dieses Scheibenrätsel. Ach genau, ist das hier nicht mit... Genau damit. Okay. Das Einzelscheiben, die sich einzeln drehen. Ja, aktuell sind... Gut, die drehen sich einzeln. Andersrum hier. So rum. Okay. Die drehen sich zusammen. Und die drehen sich zusammen. Nee, warte hier. Zack, 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 zack. So rum. Und der Satan sprach zu Kain: Schwöre mir bei deiner Kehle, und wenn du es verrätst, wirst du sterben. Gut, das lässt sich noch einzeln bewegen. Das lässt sich noch einzeln bewegen. Och Gottchen. Der geht dann zwei weiter und er eins. Okay. Okay, das war jetzt relativ simpel. Und dies alles geschah im Geheimen. Und Kain sprach, ich bin wahrhaft. Keine Ahnung, irgendwas. Mal schauen. Wir werden schon erfahren, was dort steht. So, auf jeden Fall die Geschichte von Kain und Abel, die erzählt wird. Okay, das ist der hier, der sich andreht. Dann müssen wir den hier wieder kurz zurückschrauben und machen wir den auch schon wieder. Und Kain sprach, ich bin wahrhaftig Mahan, der Meister deines großen Geheimnisses. Oh. Wie viele denn noch von diesen Rätseln?
Man kann sie auch mal übertreiben. Okay, jetzt drehen die sich zusammen. Okay, okay, okay. Und die Frage, wie rum ist richtig rum? Warte, 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 warte. So, nee. So? Nee. Wie hatte ich das denn eben? So. Alles klar. So rum muss das, also muss ich den so lange drehen, bis das der mir da richtig erscheint. Und zwar so. Dann auf den gehen. Und so. Der ist auch wieder einzeln. Das sind die zwei ineinander. Okay. Alles klar. Und der sind die beiden. Okay. Ja, es ist ja, das ist simpel jetzt. Das ist jetzt simpel. Das heißt, ich drehe ihn jetzt in die Richtung. Drehe ihn wieder zurück in die Richtung. Und springe nach außen und drehe sie in diese Richtung. Darum wurde kein Meister Mahn genannt und rühmte sich seiner Schlechtigkeit. Obacht! Das keins Mal! Okay, und darunter ein Morsecode. Ich habe es zwar mal gelernt, aber ich weiß jetzt gerade, kann hier jetzt echt nicht sagen, was dort steht. Das sind ich glaube, ein lang war das T, ein kurz war das E. Zwei lang war es M. Naja, wie auch immer. Wie gesagt, Morsecode kann ich jetzt nicht, aber wir haben auf jeden Fall den Passcode gefunden und können die Datei freigeben. Juhu! Und so langsam füllt sich die Sammlung. Wunderbar, 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 wunderbar. Damit können wir jetzt auch mal das Adlerauge wieder beenden. Kurz schauen, wo wir hier stehen. So, gehen wir Mission machen oder gehen wir erstmal noch das... Ne, wir gehen erstmal noch nach Leonardo. Genau, wir gehen jetzt erstmal noch nach Leonardo und geben noch ein paar Codex-Seiten ab. Ich glaube, wir haben ja noch ein paar, wenn mich nicht alles täuscht. Das, hä? Wo guckt der denn da jetzt hin? Seid nicht schüchtern, tretet näher. Einmal heilen bitte. Jupp, danke. Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. Macht's gut. Leonardo, mein Freund. Leonardo, Leonardo, Leonardo. Mein Freund. Ich fürchte, ich habe noch mal etwas Arbeit für euch. Hallo. Ich komme einfach rein, ne? Ich klopfe an und komme einfach rein. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Er freut sich immer darüber so schön. Ist das eine umgekehrte Cäsar-Verschiebung? Wenn ich einfach diese Buchstaben... Ich hab's. Mann, ist er schnell. Zwei Codex-Seiten entschlüsselt. Vielen Dank, Leonardo. So, was machen wir nun? Das ist ungefähr die gleiche Wiki nach da wie nach da. Ach, wisst ihr was? Komm, wir spielen jetzt auch das Rennen jetzt, zack. Was soll's. Wir haben ja Zeit. Also starten wir noch das Rennen. Laufen wir einfach mal hier ein wenig. Dafür lasse ich dich auspeitschen.
Mit, wieso hat er mich jetzt gesehen? Ach, Leute. Lalala, hallo, Freunde. Hallo. Asperta, Moment mal. Ja, natürlich, Herr. Ja, da, packt ihn. So. Das war nicht so gemeint. Ja, hast du aber. Jetzt bist du auch noch dran. So. Selbst zu schreiben. Herzlichen Glückwunsch, meine Freunde. Von wegen war nicht so gemeint. Ja. Ich weiß ganz genau, wie das gemeint war. Das war alles genau so gemeint, wie ihr mir das da jetzt angetan habt. Meine Freunde. Deswegen. Keine Gnade. Mussten leider alle drei dran glauben. So, hier drin war ja auch eine Codex-Seite, aber die haben wir ja schon rausgeplündert, oder? Nein, da drin stehen Schatztruhen. Hm. Salute a voi. Mailand hat mir nichts voraus. Ich habe die angesagteste Mode von allen. Ha, beeindruckend. Wenn auch. Na, treibt es nicht zu weit. Ja, nicht. Ja, dieser dämliche Kerl. Manches Mal, da frage ich mich echt, wo er da seine Kletterkünste gelernt hat, ne? Der will mich hier rollen, oder? Der Kerl da vorne. Und mal auf die Fresse gibt's von mir noch oben drauf, weil du meinst, mich hier rollen zu wollen. So. Da ist ja nichts Böses im Sinn, will einfach nur ein kleines Rennen hier laufen, ne? Da kommt da so ein dahergelaufener Straßendieb, möchte gern. Und meint einem das Geld aus den Taschen ziehen zu müssen. Mann. Nirgends hat man hier seine Ruhe in Florenz. Salute. Immer und überall ist irgendetwas. Ja. Ne? Ich bin der beste Läufer dieses Bezirks. Sie sagen, ihr wärt auch recht gut. Beweist es. Ja, gerne doch. San Marco Flitzer. Ich bin der schnellste Dieb. Ja, akzeptiere. Klar kann ich deinen Rekord knacken. Wo ist ich hin? Da muss ich lang. Auf geht's. Ja, wenn ihr jetzt natürlich so anfängt, dann wird das natürlich schon mal nichts mehr, ey. Leute. Entschuldigung, der Herr. So, komm da rüber. Zack. Du geh doch einfach da rüber, Mann, du. Blödmann. Wie viel haben wir? Von 13 von 32 und noch 2 Minuten. Alles klar. Easy going. Na, lauf. Ser Ezio. Oh, wir sind ja schon wieder hier am Bordell angelangt. Sehr schön. Und mir scheint, wir wollen uns auf jeden Fall mal cool, auf jeden Fall in die Richtung von...
allgemeinen Ziel, wo wir eigentlich auch hin müssen, Mann. Letztendlich. Was treibt einen dazu, sich so auf? Nur noch ein paar Punkte abzulaufen. Boah, hier geht's nochmal hoch. Okay. Da drüben. Okay. Hier links. Oh, da habe ich noch eine Schatztruhe gesehen, aber die habe ich jetzt keine Zeit für gerade. Wir müssen wieder hier auf die Kirche rauf, so wie es ausschaut, oder? Ja. Da drüben hin. Ah, easy going, meine Freunde. Easy going. Leicht verdientes Geld, möchte ich sagen. Leicht verdientes Geld. Leicht verdientes Geld. Und jetzt holen wir uns auch hier vorne die Schatztruhe. Die wir eben gerade außer Acht gelassen haben. Und nehmen noch mehr Geld mit. Und haben schon wieder Geld in der Truhe in der Villa. Sehr schön. Okay, wir sind fast in die Richtung gelaufen. Naja, aber ja. Egal. Wir haben ja Zeit. Wir wollen es ja nicht allen. Denn wie gesagt, ich möchte sehr gerne alles mitnehmen von dem Spiel. Dazu gehört natürlich auch dann die Villa komplett ausbauen. Sowie die komplette Stadt Montregioni komplett ausbauen. Ne? Und dazu müsste man dann eigentlich auch sämtliche Schätze finden, die hier überall verteilt sind. Aber irgendwann werden wir uns dann auch mal dazu übergehen, ein kleines bisschen Geld auszugeben, um uns halt Schatzkarten zu kaufen. Weil es dann doch wesentlich einfacher wird. Wenn man weiß, wo die versteckt sind. Ja. Er wird sich noch etwas brechen. Nein, ich werde mir nichts brechen. So. Denn da ist doch bestimmt eine Schatzruhe versteckt, oder? Aber egal. Und jetzt sind nur die Diebe da oben wieder, okay. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Ideal. Ein Elixier aus Blei und Granatapfel, na, das klingt ja deliziös. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. So, La Volpe. Folgt mir. Aber wir müssen uns ganz schön beeilen. Ob ihr mithalten könnt? Gar kein Problem. La Volpe bei der Santa Maria Novella treffen. Alles klar, machen wir doch glatt. Kurz auf die Karte schauen, wo wir hin müssen. Ja, La Volpe. Okay, er klettert jetzt erstmal darauf. Dann müssen wir einfach nur folgen, gut. Oder hinten auf der Gondel liegt auch noch eine Schatztruhe. Und unsere natürlich direkt so ein dämlicher Bürger da vor die Nase, ey. Mann. Oh, salve. Was tut ihr denn da hinten? Ihr sollt doch mithalten. Ja, wenn du ständig wegrennst, da vorläufst. Hält. Oh weh, das könnte glatt schon jetzt hier unser Ende gewesen sein, diese Kletteraktion, die wir hier gerade gestartet haben. Aber obwohl, nee, alles cool. Alles cool, alles easy. Da hinten müssen wir hin, okay, sehr schön. Obwohl doch. Eng wird eng. Aber, ja, T98, wunderbar. Geklappt. Da sind wir.
Hier in dieser Kirche trifft sich Francesco de Pazzi mit seinen Leuten. Wie komme ich da rein? Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt. Diese führen euch an einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt. Da, nehmt den Steingriff. Dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten. Danke für all eure Hilfe, Wolpe. Viel Glück. Ich glaube, den werden wir nochmal wiedersehen, den Herrn Wolpe. Ach, jetzt können wir das benutzen? Sehr schön. Upsa. Na, was ein netter Mechanismus, möchte ich sagen, oder? Einfach mal unter die Stadt, in die Katakomben. Oh. Och, Leute, muss das sein? Och, Skelette, Unrat. Überall so eine Mechanismen versteckt hier drinnen. Sehr schön. Und natürlich gibt es hier keine Karte. Er hat seine besten Tage hinter sich, möchte ich mal behaupten, oder? hier lang. Oh, das sieht nach einem Kletterparcours aus. Jawohl. Warum auch nicht? Oh, die Hände haben auch schon ihre besten Tage hinter sich. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Besser als erwartet. Ziehen wir mal den Hebel. Und es öffnet sich ein Tor. Und hier rüber? Und nu? Warte mal gerade, von wo kommen wir denn? Kommen wir von da? Ja, ne? Ja genau, von da oben kommen wir. Da müssen wir hin, okay. Da haben wir den nächsten Hebel. So, hier waren doch eben gerade noch Tauben, oder nicht? Ich sehe, ist ein Strohhaufen das da vorne? Soll das ein Strohhaufen sein, oder was? Tatsache, hier ist ein Strohhaufen drin. Sehr schön. Wie lange müssen wir hier stehen, Zaferio? Es ist kalt. Was willst du, Ilario? Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen, und die Toten werden uns nichts tun. Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben. Och, die machen jetzt die Tür zu. Ich wollte doch mit da durch. Müssen hier schon wieder irgendwelche Mechanismen in Gang setzen. Kommt man eigentlich schon hier im zweiten Teil schwimmen, oder kam das erst im dritten Teil, also Brotherhood, also Revelations oder so dazu. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich wollte ihn eigentlich über die Kante ziehen, aber okay, so geht es natürlich auch. So, hier rauf. Boah. Tut mir leid, mein Freund, aber musste sein. Einmal mit diesem Hebel interagieren. Klack, klack.
Hoppa. Was war das? Oh, das ist ein Schatz. Das ist eine Schatzruhe gewesen. Ich habe eine Schatzruhe gesehen. Ja, diese unterirdischen Schätze, die sind auch ganz nett versteckt. Für plus 250 Florinen an eine Schweinerei. Jetzt auch mal ein bisschen mehr reinpacken können hier. Geizhälse von Ubisoft. Nein, na Quatsch. Ist ja nicht so gemeint, nicht? So, und wie komme ich jetzt da oben dran am besten? Ach, hier die Wand langlaufen oder wie bestimmt, oder? Kommt doch da bestimmt da oben dran, oder? Ja, wunderbar, sehr schön. Nein, nicht die Wand. Darüber. Darüber. Alles klar. Da drüben dran? Ja, wunderbar. Und noch diesen Hebel betätigen. Wieder genau auf den Punkt stellen. Und ja, hier unten sieht man nicht. Merda, die Tür. Pass auf, während ich nachschaue. Von wegen leichter Aufgabe. Ich sagte doch, wir hätten nicht kommen dürfen. Wenn ich etwas höre, renne ich zum nächsten Wachposten. So wahr mir Gott helfe. So, und jetzt mal schauen, was wir hier tun können. Haben wir diese zwei Jungs unterwegs? Drei insgesamt. Okay. Hatten wir hier vorher nicht, sowas wie einen. Was macht ihr da? Naja, wir haben hier auf jeden Fall hier mal ausgeschaltet. Saverio, ich komme mit mehr Wachen zurück. Saverio ist tot, mein Freund. Und jetzt heißt es ein kleines Wettrennen starten. Vor wegen den fliehenden Templer töten, so nach dem Motto. Lalalala. Jo, wunderbar. Also ein bisschen auf Zeit, ein Parcours rennen. Ich bin schneller. Bist du das? Lasst mich doch! Schneller! Oh shit. Genau, ach nee, genau, das war ja so geplant, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, ich bin entkommen. Bevor er mich tötet. Na, nicht dahin. Ey, der ist doch hier. Ja, ich glaube, ich bin entkommen. Hallo, bin wieder hinter dir, mein Freund. Lasst mich doch! Er wird mich nicht kriegen. Schneller! Lasst mich doch! Na komm, 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 komm. Lass mich doch! Wir werden angegriffen! Wachen! Da haben wir ihn. Letztendlich. Haben wir ihn erreicht. Und dann nächstes, auf vorne ist unser nächstes Ziel, wo wir hin müssen. Okay, wieder klettern. Dort drüben müssen wir irgendwie drankommen. Die Frage ist nur, wie. Hm. So, ach, oh, guck mal, einfach so da hoch.
Et benedictio Dei omnipotentis, patris et filii et spiritus sancti, descendat super vos et maniat semper. Grazie, padre. Bernardo? Alles da. Schwert, Knüttel, Äxte, Rüstung, Bögen. Unseren Leuten wird nichts fehlen. Das Geschenk ist wohl die Zustimmung des Papstes. Er gab der Aktion seinen Segen. Solange niemand getötet wird. Für den Duomo morgen früh ist alles bereit, Signore. Der Köder ist gelegt, auch wenn es nicht leicht war. Sein dummer Bruder ändert ständig die Pläne. Si. Wir müssen aufpassen, damit Giuliano morgen auch aufsteht, um in die Kirche zu gehen. Was ist denn, Jacopo? Glaubt ihr, dass sie etwas ahnen? Unmöglich. Die Medici sind zu arrogant oder zu dumm, um etwas zu merken. Wahrscheinlich beides. Unterschätze unsere Feinde nicht, Francesco. Oder hast du schon vergessen, wie dein Sohn umgebracht wurde? Dieses Mal gibt es keine Überraschungen, Maestro. Ihr habt mein Wort. Sehr gut. Ich sollte dann los. Ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich nach Rom zurückkehre. Meine Herren, morgen scheint eine neue Sonne über Florenz. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Den Sarkophag öffnen. Also, sie planen anscheinend ein Attentat auf... Sieh dir die Statue an. Medici. Sie ist identisch mit der in der Villa Auditore. Du hast wohl eines der Assassinengräber gefunden, von denen Ezios Onkel sprach. Aber bevor wir den Sarkophag öffnen, möchte ich ja... Da wir nun den Eingang kennen, markiere ich die Orte mit Gräbern in der Datenbank. So. Und drei Schatztruhen, richtig? Richtig. Und den Sarkophag. Öffnen. Ja, die Templer planen wohl einen Attentat auf die Medici-Familie. Ja, den Ausgang finde ich auch schwer. Und wie wir sehen, hat er wohl als erstes diese versteckte Klinge wohl eingeführt, so wie er es dann anscheinend hat. Denn er zeigt sie stolz. Und wie es ausschaut, konnte man damals noch alle fünf Finger behalten. Bis dann irgendwann in der Zeit soweit war, dass man seinen Ringfinger opfern musste, um die Klinge zu führen. Damit diese quasi frei laufen kann. In der Führung. Mal schauen, wo wir jetzt wieder rauskommen. Aktion beendet. Totengräber. Oha, am Hafen. Okay, cool. Ich weiß, wo und wann ich Francesco finde. Aber... Was ist denn? Ich habe etwas gehört. Sie haben Waffen, genug für ein ganzes Bataillon. Sogar der Papst unterstützt sie. Das ist typisch für Sixtus, aber... Was zur Hölle planen sie? Ich konnte nichts Genaues verstehen, aber es geht um die Medici. Und es beginnt morgen früh am Duomo. Die Medici gehen dort alle zur Sonntagsmesse. Gemeinsam mit fast ganz Florenz. Sie werden es genau während des Hochamtes tun. Doch das gibt mir die Gelegenheit, in der Masse unterzutauchen, nah ranzukommen und alles aufzuhalten. Wenn Sie Erfolg haben, wenn wir Lorenzo verlieren und Florenz an die Pazzi fällt... So weit wird es nicht kommen. Ich verspreche es. Ich hoffe, ihr behaltet recht. Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Erkunden Sie Assassinengräber, um die Siegel für den Altarraum in der Villa Auditore zu finden. Ja, das werden wir... Schauen wir mal kurz auf die Karte. Wir sind jetzt quasi von... War das diese Kirche? Ja, ne? War hier runtergereist, okay. Da ist die nächste Mission.
Aber wir werden uns erst auf den Weg zu diesem Assassinengrab begeben. Allerdings. Erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Hier bei Assassin's Creed 2 mit mir, dem Blackbeard. Bis dahin.